Hi liebe Leute, ich bin's wieder, heute mit der Serie Fahrtechnikmythen zerstört. Und es gibt natürlich Punkte, die immer wieder aufkommen. Heute beim Kurventhema die Kurbelstellung. Ich weiß, man kann jetzt sagen, es sind verschiedene Philosophien. Die Kurbel muss ganz runter in den Kurven. Als Standard, als Muss, ist immer noch ein Mythos, der sich weiter multipliziert, der weiter verbreitet wird. Also gucken wir uns das genauer an. Die These dabei ist ganz klar, wenn man eine Kurve fährt und man nimmt die äußere Kurbel runter, kann man da mehr Gewicht drauf bringen, mehr Traktion, tieferen Schwerpunkt, also vor allen Dingen bei schnellen Schotterkurven und so wäre das eigentlich ziemlich gut. Und man hat jetzt quasi da ja, guten Schwerpunkt, Kurven, äußere Kurbel runter, wird da auf jeden Fall immer empfohlen. Warum das aber Nachteile hat und wie man es machen kann, möchte ich euch jetzt zeigen. Also auch bei dieser Zerstörung eines Mythos ganz wichtig, natürlich müssen wir da nicht schwarz-weiß malen, sondern sollten differenzieren. Und das ist in der ganzen Serie so. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal an die Sponsoren der Serie. F100, Pflegemittel fürs Fahrrad, zum Beispiel Biolinie, die ich benutze fürs Kettenfetten. Und Sauerland Tourismus, Bikeparks, Trailcenter. Und einiges, was da noch geplant ist. Also ich wohne hier und kann euch sagen, mega, kommt vorbei. Ja, deswegen danke nochmal an dieser Stelle. Jetzt ist es ganz klar, wenn wir sagen, nicht jede Kurve ist gleich, es gibt verschiedene Kurven, müssen wir uns jetzt mal angucken, welches Missverständnis herrscht denn da mit dem Thema Kurbel ganz runter. Ganz klar ist, dass die Technik, die Kurbel ganz runter zu nehmen in der Kurve, für gewisse Kurven, für gewisse Dinge Vorteile hat. Und gut ist und richtig ist, auf jeden Fall. Aber es ist ein Problem, wenn quasi von Anfang an, wenn Leute mit dem Biken anfangen, darauf geprägt werden, und Prägung ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn Leute anfangen, den Sport zu machen, unter Anleitung auch viele, die halt nicht als Kind das schon alles gelernt haben oder als Jugendliche, die fangen später an, die machen das, was ich super finde, mit Kursen, mit Tipps von Freunden und so weiter. Dann wird gesagt, nimm die Kurbel immer in der Kurve runter. Und das heißt, dann wird nicht differenziert, dass die Kurven sehr verschieden sind. Zum Beispiel beim schnellen Kurvenwechsel, bei einer engen Serpentine, bei einer Anliegerkurve. Das sind alles Kurven. Da ist es eigentlich überhaupt nicht jetzt so sinnvoll, die Kurbel außen ganz runterzunehmen. Sondern eher so für schnelle, weite Kurven. Und man kann das situativ und auch ein bisschen individuell verschieden einsetzen. Das heißt, man sollte da differenzieren. Und erstmal, wenn man sich im Kurventechnik rantastet, zu wissen, wenn man die Kurbel erstmal waagerecht hat. Von da aus kann es dann angepasst bewegen, da gehe ich noch drauf ein. Dann ist man schon mal sehr gut dabei, das funktioniert für sehr viele Kurventypen. Und dann kann man immer noch on top, wenn man schon die Basics der Kurventechnik drin hat, auch bewusst in schnellen Schotterkurven oder und so weiter, Off-Camber-Kurven und so weiter, die Kurbel ganz runternehmen, bewusst, aber nicht von Anfang an als Prägung. Kommen wir zu den Nachteilen dieser Technik. Und zwar ist es so, dass wir quasi, wenn wir noch Anfänger sind und wir kriegen den Hinweis, man soll die Kurbel runternehmen, wieder ein Ding haben, auf das wir uns mehr konzentrieren müssen. Also man achtet schon darauf, Blickführung optimal, der Sattel am inneren Bein, das Rad hat mehr Neigung. Da ist schon echt viel, was man machen muss. Und man weiß, das Gehirn kann gar nicht leisten, dann auf 5 Punkte zu achten, mehr so auf einen, ja, maximal 2. Da ist es so, dass man ja noch eine Bewegung machen muss, also man muss die Kurbel runternehmen, vorwärts oder rückwärts. Und das kann wirklich dazu führen, dass man mehr verwirrt ist und auch Fehler macht. Und ich habe auch schon Leute gesehen, die dann immer mal wieder das falsche Pedal unten hatten. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Nachteil. Heutzutage sind die Tretlager tiefer und wenn man da das Pedal unten hat, ist man schon sehr nah am Boden und wenn da jetzt ein kleiner Stumpfwurzelstein irgendwas ist, kommt man ganz schnell auf. Jemand, der schon darüber nachdenkt, ah warte mal, hier ist eine Kurve, jetzt muss ich schon mal das äußere Kurbel runter machen, hat schon ein Ding, worüber man mehr nachdenken muss. Und wenn er jetzt hier fährt, ist es halt oft so, dass jetzt kommt hier direkt eine Wurzelkante. Und wenn man hier noch wechseln muss, das kann dann ganz schön knapp werden mit der Kurbel. Also das Hindernis hätte jetzt auch früher kommen können. Es geht halt darum, dass man eine Aufschlagsgefahr vom Pedal hat. Weil, wenn das Pedal unten ist, kann es schnell aufkommen. Deswegen im technischen, verblockten Gelände würde ich eher abraten, bewusst die Kurbel runterzumachen. Wenn das eine dominante Gewohnheit ist, kann es auch passieren, dass die Leute es dann auf einmal machen, weil sie es irgendwann mal so gelernt hatten. Ja.
Also im technischen Gelände, wo es halt Steine und so weiter gibt, würde ich auch abraten, das sofort als Standard immer zu machen, die Kurbel ganz runter zu nehmen. Wenn Leute bei der Kurve meinen, das Kurvenauspedal muss immer runter, das passiert nicht von alleine. Entweder muss das vorwärts runter gedreht werden, die Kurbel, oder halt auch rückwärts, und viele fallen dabei so ein bisschen nach hinten. Es ist wieder eine zusätzliche Bewegungskomponente, die man da einbaut, wenn man den Gedanken hat, ich muss als Prägung, als Standard immer erstmal ein Kurvenauspedal runter machen. Genau, und deswegen rate ich davon ab. Auch ist es so, dass es bei vielen Kurven sehr cool ist, wenn man sein Rad noch mehr belastet in der Kurve, um noch mehr Traktion zu bringen. Das ist nicht nur bei Anliegerkurven im Pumptrack cool, sondern das kann man auch sonst immer gut nutzen. Und man kann halt erstmal sehr gut belasten, wenn man die Kurbeln waagerecht hat. Dann kann man gut Druck aufbauen auf die Räder. Und genau, von da aus kann man dann immer noch situativ das Ganze halt variieren, wie man jetzt die Kurbeln hat. Und es soll auch sowas sein, wo man gar nicht so groß drüber nachdenkt. Außer man sieht halt rutschige Off-Camber-Kurve, rutschige Schotterkurve, Pedal ganz runter, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll. Jetzt noch ein paar weitere Nachteile. Was man häufig beobachtet, ist Folgendes: bei Leuten, die noch gar nicht so lang fahren und jetzt quasi schon das Credo haben, dass die äußere Kurbel muss immer runter in der Kurve, dass sie das auch wirklich machen. Und wenn das Rad eigentlich so ein bisschen in die Kurve geneigt ist, ist es so, dass jetzt auf einmal das komplette Körpergewicht auf dem äußeren Pedal steht. Was ja, wenn man das richtig machen würde, auch gut wäre, wenn man jetzt noch mehr Druck auf die Reifen kriegt, dass man hier Traktion generiert. Aber bei vielen stellt sich das Rad dann auch wieder auf, weil das Gewicht auf dem äußeren Pedal ist. Auf einmal klebt der Sattel am falschen Bein, am äußeren. Und wenn du jetzt eine rutschige Kurve hast, ist das sogar sehr nachteilig. Wenn Leute den Fokus haben, dass sie die Kurvenäußere Kurbel immer runter machen müssen, sieht man teilweise, dass eigentlich die Neigung da war. Aber auf einmal stellt das Rad sich wieder mehr auf, weil das Körpergewicht auf die eine Seite, aufs äußere Pedal kommt und die normale Gewohnheit bei den Leuten eh dominant ist, dass sie vom normalen Radfahren den Sattel am äußeren Bein haben. Das fühlt sich dann für die auch gut an. Ja, wie soll man es denn jetzt machen? Die Lösung. Bei der Zerstörung von diesem Mythos ist es, wie gesagt, kein Schwarz-Weiß. Wenn man die Kurve ganz runternehmen will, für Kurven, wo das sehr hilfreich ist, sollte man das machen. Und es gibt ein bisschen individuellen Stil, dass manche das schon früher oder häufiger machen, manche seltener. Das ist absolut alles in Ordnung und richtig und gut so. Jetzt ist es so, wir wollen eigentlich immer dieses Automatisierte, dieses No-Brainer-Ding, dass man da nicht quasi logisch drüber nachdenken muss, wenn man gerade am Fahren ist. Und da ist es gut so, wenn man halt, ich verlinke die Videos dazu, eine gute aktive Kurventechnik aus dem Körper hat, mit einer Drehung, alles geht mit, die Beine gehen auch mit, dann ist es so, dass die Kurbeln sich ganz häufig leicht verändern, die Kurbelstellung. Aus einer waagerechten gestartet. Wenn du jetzt das Rad nach links neigst und die Beine gehen mit, dann kriegst du bewusst, unbewusst mehr Druck aufs äußere Pedal. Und dann ist das äußere Pedal ein bisschen tiefer. Ich mache es einmal so, damit ihr es seht. Ungefähr so oder so oder so. Das kann halt variieren. Und dann hat man immer mehr Traktion außen. Man hat keine komplett waagerechte Haltung mehr. Das ist auch kein Dogma oder Stigma, dass man sagen muss, immer bitte nur waagerecht. Das ist die Ausgangsposition. Und von da aus ist dann immer viel Spielraum. Und ein gutes Mittel ist, die Kurve ganz runter zu nehmen, wenn man Kurven hat, wo man das gut gebrauchen kann. Wenn man eine gute Beinarbeit bei der Körperrotation hat, dann ist es so, dass das äußere Pedal immer leicht mehr belastet ist. Ich denke nicht darüber nach, wie viel ich das belaste, sondern das ist ganz normal. Wenn ich halt die Beine mitdrehe, dann ist es so, dass das innere Pedal leichter wird, das äußere schwerer. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, man fährt nicht immer nur waagerecht oder ganz runter das Pedal, sondern meistens ist es irgendwo dazwischen und das gibt einem dann eine super Traktion und es ist ein No-Brainer, du musst nicht darüber nachdenken. Ja, 2021, ein Mythos, der sich immer noch sehr festhält, ist halt, man muss immer die kurvenäußere Kurbel runter machen in Kurven. Das sehe ich halt auch in aktuellen Fahrtechnik-Videos. Ich weiß auch, viele Trainer oder Trainerinnen verbreiten das auch noch, dass sie von Anfang an sagen, bitte in den Kurvenäußere bitte runter. Ja, das würde ich auf jeden Fall kritisch sehen. Wir haben es jetzt mal zerstört mit diesem Video, diesen Mythos. Und bitte teilt das Ganze, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ja, danke fürs Zugucken und Zuschauen. Ich freue mich auf den nächsten Teil der Serie.